So, wir kehren zurück nach Monkey Island. Wir haben ein Foto bekommen, auf dem Stan und ich zu sehen sind. Und damit können wir jetzt beweisen, dass wir ihn kennen. Aber ich hatte noch eine andere Sache, die ich machen wollte. Und zwar wollte ich noch bei Apple Bob vorbei und gucken, ob ich nicht sein Witzebuch bekommen kann wieder. Ich beeile mich besser. Ich weiß nicht, wann LeChuck zurückkommt. Ganz genau. Das hat er nämlich auch immer noch. Ah, und da habe ich mit dem schon über... Seetafel geredet? Ich weiß gar nicht mehr. Doch, ich glaube, ich habe... Habe ich mit dem? Ah, ich frage ihn gleich nochmal. Bist du schon fertig mit dem Witzebuch? Emotional? Ja. Es ist nicht so lang und ich habe es schon 16 Mal gelesen. Kann ich das Witzebuch zurückhaben? Und was soll ich dann lesen? Du hast gesagt, du bist fertig. Du hast es 16 Mal gelesen. Es ist zwar langweilig, es immer wieder zu lesen, aber besser als nichts. Ja, aber ein anderes Buch können wir dir noch geben. Nicht den Kopf hängen lassen, Bob. Das ist immer noch nicht lustig. Letztes Mal schon, als wir mit ihm geredet haben. Ich dachte nämlich, ich hätte mit ihm geredet. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir die Option schon hatten. Aber irgendwie dachte ich jetzt für den Witze-Wettbewerb ist vielleicht das Witzebuch nützlich. Hey Bob, ich habe ein tolles Buch für dich. Es klingt nachvollziehbar. Es ist Am Ende der Planke. Oh, ich habe das mit meinem Buchclub gelesen. Es ist eine mittelmäßige Geschichte über einen schurkischen Piraten und eine zum Scheitern verurteilte Romanze mit einer Frau von Rang. Das Ende taugt nichts. Okay, wir können ihm ein anderes Buch vielleicht bringen. Okay, ich probiere mal kurz, ob ich mit ihm darüber geredet habe. Sei gegrüßt, Kollege Seeteufel. Sei gegrüßt, Kollege Seeteufel. Hast du eine Geschichte zu erzählen? Ja, natürlich. Ein Piratenjäger namens Morgan Le Fay hatte ein Schwert auf meinen ersten Mark gerichtet. Und dann, ganz plötzlich, wurde mein Schiff von einem riesigen Wal verschluckt. Ein echter zähnefletschender Schnurreißer, wenn es je einen gab. Dann steckten wir einen Regenschirm-Kombiköder in das Maul des Tieres und holten es von innen ein. Weißt du was? Ich glaube, deine Geschichte würde wirklich von etwas blumiger Sprache profitieren. Wenn ich zum Beispiel einen Fisch am Haken habe, sage ich nicht nur, dass ich einen Fisch am Haken habe. Ich sage, da war ein majestätischer Fisch, der wie flüssiges Silber glitzerte, durch die Wellen raste und meine Schnur streckte wie die Wahrheit im Mund eines Schuljungen. Aha, das scheint ein bisschen spannender zu sein. Willst du es mal versuchen? Na klar. Okay. Also, war auch nicht so blumig. Ein Piratenjäger namens Morgan Le Fay hatte ein Schwert auf meinen ersten Mark gerichtet. Und dann, ganz plötzlich... Oha, jetzt wird's langsam voll hier. Jetzt haben wir die Das hier wäre dann so. Oh ja. Ja, wurde das. Unser Schiff von einem riesigen Kraken mit 40 Tentakeln angegriffen, die wie grässliche, sich windende Finger des Meeres selbst aussahen und nach uns griffen, um uns hinunterzuziehen. Macht jetzt nicht mehr so viel Sinn, aber naja. Dann steckten wir einen Regenschirm-Kombiköder in das Maul des Tieres und holten es von innen ein. Umwerfend. Deine Geschichte ist gut, aber sie ist wie ein Buttermesser in einer Tüte mit Steakmessern. Weißt du, mit wem du reden solltest? Elaine. Sie ist schon seit Jahren mit... Elaine? LeChuck weiß es nicht, also sag nichts, wenn du ihn siehst. Gleichfalls. Ah. Danke. Okay. Hatte ich hier noch irgendwas zu erledigen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ansonsten gab es hier nichts Nützliches für mich. Im Moment. Ich komme mal darauf zurück, wenn mir noch was einfällt. Aber im Moment wüsste ich nicht, was ich hier noch will. Elaine. Dann fahre ich zuerst zu Elaine. Hi. Hi. Ah, Tatsache. Die hat einen hier. Das ist mir auch wieder nicht aufgefallen. Überhaupt nicht aufgefallen. Sei gegrüßt, Kollege Seeteufel. Guybrush, du bist den Seeteufeln beigetreten. Das freut mich. Vielleicht hilft dir ein neues Hobby, dich vom Geheimnis abzulenken. Sicher. Dann lass mal hören, was du zu bieten hast.
Ein Piratenjäger namens Morgan Le Fay hatte ein Schwert auf meinen ersten Mark gerichtet. Und dann, ganz plötzlich, wurde mein Schiff von einem gigantischen Alabasterwal verschluckt, mit Augen wie das Schicksal und einer Haut, die von 100 Harpunen tätowiert war. Dann steckten wir einen Regenschirm-Kombiköder in das Maul des Tieres und holten es von innen ein. Das ist schön, Guybrush. Aber ich glaube, du hast den interessantesten Teil ausgelassen. Wie war es im Inneren des Wals? Was passierte da drin? Die Menschen wollen von der Erfahrung hören. Das ergibt Sinn. Willst du es mal versuchen? Ja, na klar. Ein Piratenjäger namens Morgan Le Fay. Und dann... Ich überspringe mal. Langsam haben wir es oft genug gehört. Der Alabasterwal. Wurde mein Schiff. So. Okay, schön. Das zweite gefällt mir. Das dritte auch. Ich nehme das zweite, das ist schon schön. Drinnen war es, als würde man auf Weichkäse laufen, mit Flüssen von Erbsensuppe, die stank wie die Köderkiste einer Landratte. Oh, da kommt hier noch mehr. Ein anderes Ende? Eine falsche Bewegung und du trägst Jonas Mantel. Eine Schicht aus fettigem Schleim, so dick wie ein alter Pfannkuchenteig. Dann steckten wir einen Ich glaube, du hast es. Das war wirklich gut, Schatz. Du solltest der Seeteufelführung im Teufelreich deine Geschichte erzählen. Ja, das sollte ich. Vielleicht gewinne ich dann den Fisch des Monats oder so. Cool, okay, ja, da sieht man wieder, wie blind ich bin. Wahrscheinlich habt ihr mich in den Kommentaren in den vorigen Folgen schon dutzendmal darauf hingewiesen, dass die da auch ein Seeteufelabzeichen hat. Leider ist das Ganze ein bisschen zu asynchron, als dass ich tatsächlich aus den Kommentaren was lernen würde. So, nach Media Island segeln. Okay, wir wollen ein anderes Buch bei der Gouverneurin. Was könnte denn Apple Bob gefallen? Ah, so, sie hat ja eh gesagt, wir können das einfach selber zurückstellen. Danke, dass du mein Buch zurückgegeben hast. Wo du trickst? Endlose Geschichte der Reise, die nicht enden wollen würde. Klingt nach was, was... Also entweder sagt er, das ist genau das, was ihm widerfährt, oder er sagt, das ist genau das, was ihm widerfährt. Wie langweilig. Große Buch der Schatzkarten, Zutaten, John Delaneys Autobiografie. Na, ist ein bisschen abgedroschen, ne? Ich glaube, das hier könnte ihm vielleicht gefallen. Voodoo Tricks. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich nehme es mal. Warnung. Versuchen Sie diese Tricks nicht zu Hause. Kann ich dieses Buch ausleihen? Gut, gut. Okay. So, dann. Keine Quizkarten. Gehen wir nach... Süden hier. Also ich sage jetzt einfach, das ist Süden. Das ist jetzt wild behauptet. Und ich schlüpfe mal schnell noch bei den Seeteufeln rein. Hallo. So. Und zwar... Moment, wo ist die Geschichte? Das hier wahrscheinlich. Wie läuft's, Seeteufel? Du hast den selbstbewussten Blick eines Mannes, der eine Geschichte in seinem Bauch hat, die nur darauf wartet, herauszukommen. Aber... Du solltest uns wirklich den Köder für das offizielle Seeteufelgeschäft zeigen. Wir mögen Rituale bei den Seeteufeln. Das gehört zum Spaß. So, Moment, was hat er gerade gesagt? Jetzt habe ich überhaupt nicht aufgepasst, wurde gerade abgelenkt. Kann ich ihm nicht von der... Ich denke, ich werde mir den heutigen Fang ansehen. Du wirst keinen besseren finden. Den beiden hier unten reden. Kugelfische. Sind die Kugelfische zu verkaufen? Tatsächlich nicht. Die sind für den persönlichen Gebrauch. Sie eignen sich hervorragend für Rülpswettbewerbe. Willst du mitmachen? Da sage ich nicht nein. Der Gewinner darf den Kugelfisch behalten. Das ist neu. What are they doing? Wird jetzt auch gerülpst. Ah. Ei, nicht schlecht.
Ich erkläre dies hiermit zu einem Unentschieden. So ist das. Oh, ja, das habe ich noch gar nicht. Da hilft doch. Hilft da unser schades Getränk? Da müssen wir ein frisches Getränk holen. Die können wir gut rülpsen. Aber jetzt möchte ich doch noch mal kurz. Ist das wegen der. Seeteufel. Wie läuft's, Seeteufel? Du hast den selbstbewussten Blick eines Mannes, der eine Geschichte in seinem Bauch hat. Du solltest uns wirklich den Köder für das. Wir mögen Ritual. Ah, ja, okay, den Köder zeigen. Das hat wahrscheinlich auch der andere gerade gesagt, aber ich war kurz. Vom Spiel, mein Blick ist weggewandert, ich war abgelenkt und hab nicht mitgekriegt, was der gesagt hat. Während er es gesagt hat. Sei gegrüßt, Kollege Seeteufel. Hast du eine Geschichte zu erzählen? Und das habe ich in der Tat. Sei nicht nervös, wenn du denkst, es sei ein Test, um zu sehen, ob du die Kunst beherrschst. Auch wenn das genau das ist. Okay, also. Wir machen die übliche Geschichte. Ein Piratenjäger namens ich mache das jetzt ein bisschen wieder im Abkürzmodus. Wir haben es ja schon oft genug gehört. Der Alabasterwal. Wurde mein Schiff von und die Erbsensuppe. Und die Pfannkuchenteig. Und der Regenschirm-Kombiköder. Dann steckten wir. Das war eine Wahnsinnsgeschichte. Du hast eindeutig alles gelernt, was es zu lernen gibt. Ich erkläre dich hiermit zum Seeteufel-Großmeister. Glückwunsch! Wow, danke. Das ist eine große Ehre. Sehr gut. Und jetzt darf ich dann die Karte nehmen, oder? Ist es in Ordnung, wenn ich diese Flagge mitnehme? Das wäre dein gutes Recht als hoch angesehener Seeteufel. Ah ja, kurbelt sie runter. Okay, schön. Achte darauf, dass du sie gut behandelst. Sie braucht nicht noch mehr Löcher, als sie ohnehin schon hat. Wunderschön. Okay, also mal schauen. Wir haben die Flagge und die echte Flagge aus dem Museum brauchen wir noch. Die Flagge vom Quarantäneschiff brauchen wir noch. Da haben wir eine Idee. Königin werden haben wir eine Idee. Terror Island haben wir noch keine Idee, wie wir unter Wasser weiterkommen. Stan, genau, da haben wir eine Idee. Okay, kriegen wir hin. Und den Fisch, ja, das will ich jetzt noch probieren. Oh, noch eine Intermission, aber eine andere. Sie waren alle daran beteiligt, aber Threepwood war der Anführer. Zuerst schlägt er mich und die anderen Schädel mit einem Oberschenkelknochen und zwingt uns gegen unseren Willen, Töne von uns zu geben. Dann schreit er Unsinn wie ein betrunkener Papagei und nimmt einen Bissen aus dem Arm eines Tintenfisches. Gleich danach begann das Erdbeben. Trotzdem könnte es ein Zufall sein. Wenn man einen Hai in seinem Schwimmbecken findet, ist das kein Zufall. War das jetzt schlimm? Dass wir LeChucks Pläne dadurch kotzen wollen, war doch klar. Quizkarte in der Gasse? Vielleicht? Haha, ich wusste es. Dafür ist die Gasse gut. Quizkarten verstecken. Okay, wir wollen zur unteren Straße. Wir wollen hier hinab. Wir wollen ein frisches, leckeres Getränk. Ich bin noch nicht fertig mit meinem Drink. Ja, ja, egal. Wir brauchen den. Wir wollen hier rein. Hallo. Wir wollen das Getränk trinken. Und das war erfrischend. Hey, wie wär's mit einem Rülpswettbewerb? Rülpswettbewerb starten. Immer. Der Gewinner behält den Kugelfisch. Jetzt aber schnell, bevor ich schon so vom Getränk rülpsen muss. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber lasst mich mal hier, Amateure. Komm, das muss funktionieren. Ja! Ja, das war ein absoluter Knaller. Ich erkläre dich hiermit zum Sieger. Der Kugelfisch gehört dir. Sehr gut.
und den König jetzt wieder aufblasen. Wundervoll. Und jetzt kann ich rülpsen. Warum sollte ich das wollen? Ich blase ihn schon mal provisorisch auf. Man weiß ja nie. Okay, gut, jetzt habe ich den Kugelfisch. Ich dachte erst, ich könnte jetzt den Kugelfisch auf den Teller schmuggeln. Bei dem Esswettbewerb. Aber andererseits wäre es ein bisschen auffällig, wenn sie lauter andere Fische haben. Habe ich hier noch irgendwas übersehen? Jetzt. Ich glaube, alle anderen Sachen habe ich schon diskutiert. Ja, auch den Marlin da oben. Na gut. Dann müssen wir hinaus auf die Karte zu der Chucks Schiff. Und gucken, ob Apple Bob das andere Buch besser gefällt. Hey Bob, ich habe ein tolles Buch für dich. Es ist Voodoo-Tricks, die Sie zu Hause machen können. Ich habe keine Ahnung von Tricks. Und mein Haus wurde vor 75 Jahren von einem Tsunami zerstört. Trotzdem, vielen Dank. Welche Art von Büchern magst du denn? Mittlerweile würde ich lange sagen. Ich setze auf pure, unverfälschte, massive Länge. Das Problem mit Büchern ist, dass sie enden. Okay, die unendliche Geschichte. Na gut, hätte ich mir auch denken können. Da er ja endlos da hängt. Aber ich dachte, das wäre vielleicht zu langweilig. Hey! Ich dachte, das wäre ihm vielleicht zu langweilig. Ich habe einmal versucht, das zu lesen, aber ich konnte es nicht zu Ende bringen. Kann ich dieses Buch ausleihen? Gut, gut. Schlupf. Okay. Ab nach draußen, ab auf die Karte, ab zu LeChuck. Also geht's so schön schnell hier. Zack, zack, zack. Inselhopping, kein Problem. Hey Bob, möchtest du dieses Buch lesen? Es handelt von einer Reise, die nie endet. Klingt interessant. Und lang. Hier hast du dein Witzebuch zurück. Sehr gut. Okay, dann hüpfen wir hier über die Reling. Dann habe ich jetzt alles, um hier in Bermuda weiterzumachen, denke ich mal. Also, ich würde anfangen mit dem Witzebuch. Das wäre dann der hier. Ich weiß noch nicht, ob das Witzebuch alleine reicht. Ich habe ja nicht das Gefühl, weil sie kennt ja alle Witze, aber probieren tue ich es trotzdem mal. Wenn sie alle zur Ruhe kommen, wird der Wettbewerb beginnen. Der erste Teilnehmer, der lacht, ist der Verlierer. Kennst du die Geschichte von dem Piraten, der seinem Papagei eine Ente gab? Polly wollte einen Quacker. Ha, ha, ha. Es braucht schon mehr als das, um mich zum Lachen zu bringen. Wie wär's mit diesem... Ja, perfekt, der Königin einen Witz erzählen. Alles Dämonenwitze, ha? Huh? Ah, vielleicht kennst du Dämonenwitze nicht. Haha. Wie nennt man eine Dämonin, die ständig in Flammen steht? Brenda! Den fand sie jetzt witzig. Oh mein Gott, der war wirklich echt nicht gut. Den habe ich noch nie gehört. Meine Damen und Herren, der Gewinner ist... Guybrush Threepwood. Woher hast du dieses Buch? Ich konfisziere das. So, so. Nur noch ein Wettbewerb. Das bedeutet wohl auch, dass wir nie wieder... was soll ich sagen? Nie wieder ein Buch ausleihen können bei... Ich habe noch Rötenfische. Bei... Carla, weil wir ja keins mehr haben, was wir ihr zurückgeben können. Außer wir kriegen eins der John Laney Bücher. Aber das bringt wahrscheinlich sogar nichts. Okay, ich probiere nochmal den Essenswettbewerb mit dem Rülpsfisch hier. Auch wenn ich nicht das Gefühl habe, dass das was bringt. Aber es gab ja diese Option, einen Fisch auf den Teller zu schmuggeln. Und legt ihn auf den Teller vor sich. Kugelfische sind absurd giftig. Ich würde das lieber überleben. Bitte nehmen Sie einen Fisch und legen Sie ihn auf Ihren Teller. Und hier kann ich jetzt nicht mehr rülpsen. Ich kann ihn nur... Außerdem brauchen Sie einen Fisch. Ja.
Okay, eigentlich ist es weiterhin so absurd simpel, wenn ich in der Lage wäre, alle bis auf einen Fisch zu würzen. Und jetzt möge das Essen beginnen. Vielleicht kann ich die ungewürzten Fische in den Eimer legen, sie dann erst beim Wettbewerb würzen? Naja. Es scheint, dass beide Kandidaten Probleme haben. Ich erkläre diesen Wettbewerb für unentschieden. Die Teilnehmer können nun auf Wunsch einen Arzt aufsuchen. Ja, okay. Also da müssen wir uns nochmal was Schlaueres ausdenken. Fische, Kröten, Fische und so weiter. Aber gehen wir erstmal zu Stan. In den Eissteinbruch. Moment mal, ich habe noch gar nicht alle Quizkarten beantwortet, oder? Ja. In welchem Raum bewegt sich der Boden ständig? Monkey Island Klippe? Nein. Der Chucks Kabine? Bewegt sich da der Boden? Scumbar-Küche. Ich habe schon wieder nicht aufgepasst bei den ganzen Räumen. Aber bewegt er sich? Der Ausguck bewegt sich doch nicht. Ich habe das Gefühl, dass keiner sich davon bewegt. Der Chucks Kabine? Okay, anscheinend der Chucks Kabine. Okay, na gut. So, der hohe Herr. Sehen Sie sich das mal an. Was halten Sie von diesem Bild, das mich und meinen sehr lieben Freund Stan zusammen zeigt? Wir haben es bei einem Treffen unseres örtlichen Bisamrattenclubs malen lassen. Sie sehen aus, als stünden Sie sich sehr nahe. In Ordnung. Sie können reingehen und ihn sehen. Aber keine Fluchtversuche. Daran würde ich nicht einmal im Traum denken. Sie wollen nicht direkt dort stehen, wenn ich das Tor öffne. Stellen Sie sich neben einen Stumpf. Ja, dafür war der Stumpf markiert. Alles klar. Und das ist hier abgeschnitten, dass es nicht durch ihn durchknallt. Schön. Ah ja, hier, das war eine der Quizkarten. Wie viele Gefangene sind in dem Eissteinbruch? Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quizkarte irgendwo? Zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15, 16. War das jetzt richtig? Ich mache mal einmal nochmal durch. Nur zur Sicherheit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 auf der unteren Hälfte. Und dann hier auf der mittleren Ebene 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 und Stan, 21. Sieht so aus, als hätten Sie Platz für einen weiteren Gefangenen. Für mich oder für Stan? Ein geheimer Fluchttunnel. Ah, fliehen. Hey Stan. Hallo mein Junge. Schön dich zu sehen. Weswegen bist du hier? Auch seine Gefängnisuniform verhält sich so, wie sie für ihn üblich ist. Eine Art Sales-Pitch, nehme ich an. Pitches sind für Baseball, mein Junge. Ich stelle vor, ich bin wie ein Vermittler zwischen dir und deiner Zukunft. Ich möchte, dass du über diese zwei Worte nachdenkst. Eis, Skulptur. Getrennt voneinander sind sie aufregend. Stärke, Eleganz. Stan, ich glaube nicht. Warte nicht zu lange, sie gehen weg wie warme Semmeln. Wusstest du, dass es dort drüben einen Fluchttunnel gibt? Oh nein, mein Junge, ich kann nicht flüchten. Das wäre nicht klug, ich bin ja nur für einen Monat hier. Ich habe eine Kopie der richterlichen Anordnung hier. Gerichtliche Anordnung. Bezirksgericht Bermuda. Richter Plank hat den Vorsitz. Es ist hiermit angeordnet, dass der Angeklagte Smilin Stan S. Stanman zur Zwangsarbeit im Eissteinbruch von Bermuda verurteilt wird. Für die leider triviale Zeit von einem Monat. Ja, das, aber es steht kein Startdatum dran. Ja, ich bin wirklich glimpflich davon gekommen. Zum Glück haben sie mein Schneeballsystem nie aufgedeckt. Sonst hätte ich wahrscheinlich 10 Jahre gesessen. Haha, ein Schneeballsystem auf Bermuda. Erzähl mir mehr über das Schneeballsystem, das du erwähnt hast. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, warum das Gesetz so eine große Sache daraus macht. Es ist einfach kreativer Umgang mit Geld. Einfach, wenn du weißt, was du mit den Zahlen machen kannst.
Ich habe diesen Buchhalter, Ned Filigree. Er ist ein Genie mit diesem Zeug. Wenn Sie jemals seine Unterlagen sehen würden. Nun sagen wir mal so. Das Erste, was ich mache, wenn ich rauskomme, ist, den ganzen Papierkram zu verbrennen. Okay, also wenn wir in die Unterlagen kommen, können wir dafür sorgen, dass er sehr, sehr lange hier sitzt. Gut, Meine Jagd nach dem Geheimnis von Monkey Island läuft super. Gut für dich, Junge. Der Geschäftsschluss kommt für uns alle viel zu früh. Du musst alle Snacks probieren, die du kriegen kannst, bevor es soweit ist. Hier ist es wirklich ruhig. So hört sich Produktivität an. Ich glaube, ich schaue mich ein bisschen um. Amüsier dich gut, mein Junge. So, mach doch mal unsere Marketingkampagne. Elaine und ich könnten eine Marketingberatung gebrauchen. Die Marley-Stiftung versucht, Skorbut zu bekämpfen, indem sie Limetten verteilt. Aber niemand ist bereit, sie zu nehmen. Ich fühle deinen Schmerz, mein Junge. Ich hatte ein ähnliches Problem beim Verkauf von Rettungswesten in der Landwirtschaft. Manchmal wissen die Leute nicht, was sie wollen, selbst wenn sie es wollen. Hast du irgendwelche Werbematerialien? Elaine hat dieses Flugblatt gemacht. Ganz furchtbar. Ich sehe das Problem. Das ist von vorne bis hinten falsch. Mit diesem Geschwätz kannst du nicht mal Wasser an Fische verkaufen. Es ist ein bisschen trocken. Es stehen Fakten drin. Schlimmer noch, wissenschaftliche Fakten. Ich werde mich mit ihr treffen müssen, um das zu klären. Kannst du mir nicht einfach sagen, was ich tun soll und ich sage es ihr? Nein, nein, das geht nicht. Dinge gehen beim Übertragen verloren. Ein Viren ist kein Viren, wenn es nicht aus dem Maul eines Pferdes kommt. Nichts gegen dich, mein Junge, aber du bist kein Profi. Du könntest nicht die Nuancen vermitteln, die hier nötig sind. Sie und ich müssen uns zusammensetzen. Und zwar von Angesicht zu Angesicht. Ich werde es ihr sagen. Dann soll sie doch einfach hier reinkommen. Okay. Bist du sicher, dass du nicht willst, dass ich dich befreie? Wie ich schon sagte, bin ich in einem Monat sowieso raus. Bis dahin komme ich mit den Fesseln klar. Ich glaube, ich schaue mich ein bisschen um. Müsste man irgendwie beschleunigen dann. Gut, mein Junge. Einen Monat haben wir nicht. Ich weiß nicht, wo ich durch den Fluchttunnel gehen sollte. Toll, was du da machst. Solange ich keinen Grund zu habe, würde ich das mal lassen. Nicht, dass am Ende der Wärter draußen noch irgendwie böse auf mich wird. Aber vielleicht können wir dann Stan irgendwie zwingen zu fliehen. Naja. Gehen Sie weiter. Okay, ich denke mal, der lässt die Tür jetzt einfach offen. Gut, also, ich müsste zurück zu Mealy Island und neue Fische besorgen. Das kann ich schon mal direkt machen. Denn ich will nochmal probieren, die ungewürzten Fische draufzulegen. Hallo. Kann ich meinen Fisch gegen einen anderen eintauschen? Wir akzeptieren immer gern einen Tausch. Heute haben wir Schleimart. Krötenfische. Eine neue Kiste mit Krötenfischen. Gut, dann würze ich. Versuche ich jetzt einfach mal, die erst beim Wettbewerb zu würzen. Okay, aber ich glaube, wir beenden hier die Folge aus Zeitgründen und das mit dem Essen machen wir dann beim nächsten Mal. Also, bis dann!